Eine schöne Runde geht vom Bahnhof Geltendorf nach Westen und dann südlich an Ottilien vorbei, bei der Baumschaukel links, von der Straße wieder hoch zum Kloster St. Ottilien, von dort wieder zum Bahnhof. Bevor wir bei der Straße sind, biegen wir nach links in den Wanderweg ein. Teilweise führt der Weg durch Lichtenwald. St. Ottilien ist von Weitem schon zu sehen. Leider wird der Kloster- und Schulzirkus schon wieder abgebaut. Er wurde von Mönchen, Lehrern und Schülern für eine Woche vor den Ferien aufgebaut. St. Ottilien lassen wir links liegen und gehen weiter südlich. Der Planetenweg mit 9 Stationen führt rings um das Kloster bis zur Sternwarte und ist 2 Kilometer lang. Die Waldkapelle Königin der Apostel rechts im Wald ist leicht zu übersehen. Nachdem wir den Wald verlassen, erreichen wir die Stelle mit einer Bank und einer Baumschaukel. Unser Weg geht hier nach links in den Wald weiter. Ganz im Süden gehen wir jetzt auf einer ruhigen Straße ein Stück bis zum Schild Windach. Hier biegen wir links ab in Richtung Norden. Von der Wiese links neben dem Weg hat man einen freien Blick auf die Erzabtei St. Ottilien. Dieser Weg führt nun direkt zur Kirche. Diese Abtei ist eine Gemeinschaft von etwa 100 Benediktinermönchen. Über den Friedensweg erreicht man die dahinterliegende Ottilienkapelle. Sehr schön und schattig ist der Garten der Stille. Nun wollen wir noch gemütlich einkehren,
Doch leider ist der Biergarten voll belegt. Trotzdem stillten wir unseren Hunger und Durst und wandern am Hofladen vorbei, zurück zum Bahnhof.